Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Kanises TV, herzlich willkommen. Sie sehen an meinem neuen Hemd, wir sind in einer neuen Phase der Erzählung des Exos eingetreten, nämlich beim Pascha-Vorübergang. Bedeutet dieses Wort Pascha. Und ich habe erst lange überlegt, wie kann ich jetzt weitermachen, weil das ist jetzt nicht so einfach vorzulesen. Und zwar deswegen, weil dieser Text in sich unterschiedliche Schichten hat, von Festen spricht und Festanweisungen sehr dezidierter Art gibt. Und dann fangen sie nach einer Minute an, wenn ich vorlese, zu gähnen. Warum muss ich denn genau wissen, warum ein erstgeborenes Lamm so und so geschlachtet werden darf und nicht so? Und warum musste das Brot ungesäuert sein? Und warum dürfen nur diese und nicht jene Zutaten? Und wenn man dann genauer hinschaut, wird man feststellen, das ist auch alles irgendwie logisch nicht ganz zusammenpassend. Also, und das einfach so vorzulesen, das geht gar nicht. Das würde sie in gewisser Weise enttäuschen, denn auf der anderen Seite haben wir es ja hier jetzt mit dem Text zu tun, der grundlegend ist, nämlich mit dem Pascha, das heißt dieser Nacht der Befreiung. Und wir hören meistens eine aus guten Gründen gekürzte Variante dieses Textes, einen kleinen Ausschnitt, immer am Gründonnerstag und dann in der Osternacht den Gang durch das Rote Meer. Also, das ist der entscheidende Punkt. Diese Nacht, das ist die Nacht der 10. Plage, wenn der Herr mit dem Zerstörer, wer immer das ist, vorbeigeht und die Erstgeburt Ägyptens tötet, während er die Erstgeburt und die Häuser der Hebräer verschont. Darauf werden wir jetzt alle gleich in Ruhe zu sprechen kommen. Aber ich habe mich entschieden, eben jetzt nicht einfach weiterzulesen, sondern es Ihnen so zu präsentieren, dass ein innerer Zusammenhang da ist. Und dann können Sie ja gerne nochmal für sich die Kapitel 12 und 13 aufschlagen und einen Kommentar dazu nehmen und sich in die Einzelheiten der unterschiedlichen Erzählschichten vertiefen. Was meine ich, wenn ich von Erzählschichten spreche oder von Textschichten? Da komme ich aber jetzt auf ein Thema, das mir jetzt auch schon von mehreren Zuschauerinnen und Zuschauern gestellt worden ist. Nämlich, sie haben festgestellt, dass in der Erzählung, wie ich sie Ihnen erzählt habe, einfach einige Fragen offen bleiben, die man, wenn man einen gesunden Menschenverstand hat, eigentlich haben müsste. Also zum Beispiel die Frage: Warum sagt eigentlich Mose, als er mit Gott vor dem brennenden Dornbusch spricht, nicht: Hör mal, ich bin in Ägypten bekannt wie ein bunter Hund. Ich war jahrelang, 40 Jahre lang war ich am Hof. Ich war im Grunde genommen eine Art ägyptischer Prinz, der wie ein Hebräer aussah, geworden. Und wenn ich zurückkehre, werden mich doch sofort alle erkennen. Ich bin doch ein gesuchter Staatsfeind. Warum bringt Gott eigentlich Mose dem Gott nicht diesen Einwand? Und dann gibt es noch so eine andere Einwand, den muss ich mal gerade lesen. Ja, nämlich der Einwand, eigentlich hätte doch der Pharao, als dann Mose zusammen mit Aaron vor ihn hintritt und sagt: Aha, da ist ja Mose, der Flüchtling, der 40 Jahre lang von mir genährt wurde und von mir gepampert wurde und der beste Freund meines Sohnes war und so weiter und so fort. Ja, wie geht man damit um? Das Problem ist nicht, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer diese Frage stellen, das dürfen sie gerne machen, aber in der Frage liegt ein Problem, nämlich die Erwartung, dass die Erzählung insgesamt schlüssig ist, auch psychologisch schlüssig ist. Das ist sie aber nicht. Wer sich mit dem Buch Exodus beschäftigt, wird ganz schnell feststellen, dass die Geschichte an vielen Stellen Brüche hat, wo man eigentlich denken müsste, jetzt müsste es doch, ähnlich wie das Thomas Mann bei Josef und seinen Brüdern gemacht hat, das entfaltet werden können zu einer in sich schlüssigen Geschichte. Ja, die Josefs Geschichte im Buch Genesis, die habe ich Ihnen ja auch schon erzählt. Das ist eine in sich schlüssige Geschichte, in der jedes Detail stimmt. Ganz anders ist das beim Buch Exodus. Das Buch Exodus ist ein Buch,
das zusammengeklebt ist aus unterschiedlichen Geschichten. An einigen Stellen hat man sie dann so abgeschmirgelt, dass es passt, aber man merkt dann doch die Brüche. Das ist eben auch bei der Geschichte vom Pascha so. Die Pascha-Geschichte fängt nämlich einfach an mit Kultanweisungen. Und die haben ja eigentlich nur einen Sinn, wenn es schon einen Tempel gibt. Aber den gibt es ja noch gar nicht, den Tempel, weil den gibt es erst 250 Jahre später, wenn dann der David den Staat gründet. Also sagen einige, vermutlich ist dieses Pascha-Fest schon ein Fest, das vor der Gründung des Tempels gefeiert wurde. Also das uralte Gründungsfest des Volkes Israel. Trotzdem ist es erzählerisch so gefasst, dass die Anweisungen für den Kult, die hier gemacht werden, dann doch auch für den Familiengottesdienst in der Stadt und sogar auch für die Festordnung, wie sie dann in Israel mit der Sesshaftwerdung geworden ist, dann stimmt. Und das ist das Problem, auf das ich jetzt in der nächsten Sendung noch ein bisschen näher eingehen möchte, ich mal ein paar Beispiele nennen möchte. Wir reden über Texte. Und da ist beim Buch Exodus gibt es eben einfach Brüche. Die sind dann logisch nicht zwingend. Deswegen kann ich Ihnen auch nicht erklären, also Ihre Frage so beantworten, sagen, na ja, vermutlich war der Mose 40 Jahre lang in Ägypten. Dann war er ja 40 Jahre lang und dann hat sich sein Äußeres eben so verändert, dass er nicht wiedererkannt wurde. Das wäre eine historisierende Antwort. Und dann würde man aber schon davon ausgehen wollen, dass die Geschichten, wie sie hier erzählt werden, historische Geschichten sind. Sie haben natürlich einen historischen Hintergrund, aber wir reden zunächst einmal über Texte und stellen dann Brüche in Texten fest und kommen dann zu der für uns heute viel wichtigeren Frage, was wollten uns eigentlich die Autoren und die Autorinnen, die gibt es ja übrigens auch, was wollten die uns eigentlich damit sagen über die Zeit, in der sie lebten? Und das will ich Ihnen gleich an einem Beispiel aus dem Buch Exodus erläutern. Gleich, das bedeutet morgen. Jetzt wünsche ich Ihnen zunächst einmal einen schönen Tag.